Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei Monster Hunter 3 Ultimate. Juhu, juhu. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Erstmal unser Zeug auffüllen. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Der letzte Fight war relativ heftig, glaube ich. Nehmen, bitte. Wenn dann alle, bitte. Danke. Wir nehmen uns mal eine. Nö. Eigentlich brauchen wir nichts anderes. Stimmt, ich glaube, wir haben unsere Waffe abgegradet. Kann das sein? Ja, ich glaube. Dann schauen wir mal, was wir als nächste Mission haben. Stufe 4. Erjage einen Lagombi. Das klingt doch ganz witzig. Neues Monster, neues Glück und so. Werden wir mal sehen. Warte kurz. Mikrofon richtig einstellen. So. Dann ein Lagombi. Wie erwünscht. Und dann holen wir uns noch davon was. Wir nehmen Himmelsbrot und Salzmilch. Orakel. Das ist perfekt. Damit sehen wir am Anfang unserer Mission unser Questziel auf der Karte. Und ja, dadurch dürfen wir um einiges Zeit sparen. Juhu. Wir können eigentlich gleich los. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was dagegen spricht. Deswegen tun wir es einfach. Der Schneegleiter. Ein Lagombi. Der war auch auf der Demo-Mission und ich habe es nicht gepackt, aber ich wusste auch die Spielmechaniken nicht so richtig von dem Ganzen. Also werden wir es jetzt einfach nochmal versuchen mit mehr Glück. Heißgetränk. Bam. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Rennen. Wir wissen, dass er auf Gebiet 2 Richtung Gebiet 4 unterwegs ist. Eigentlich ist das schon so gut wie auf Gebiet 4. Deswegen gehe ich mal Richtung Gebiet 4. Würde ich mal so sagen. Ich renne auf das Gebiet 4. 4, 4, 4, 4, 4. Egal. Und das war's auch schon mit unserer Vorhersage. Deswegen gehen wir auch gleich genau dahin. Wir wollen auf jeden Fall ein Heißgetränk einwerfen. Sehr schön. Kälteverträglichkeit erhöht. Und eine Ration essen. Okay. Wieso zur Hölle hatten wir schon voll? Das war eine Ration umsonst. Oh. Nein, hier ist es noch nicht. Das heißt, es ist in Gebiet 2. Da, wo es, wo die Kälte herkommt. Ja. Kurz hinsetzen. Ah, da kommt er gerannt. Ist ein echt cooles Monster. Auch wenn es ein bisschen übel aussieht. Und das wird es sehr oft machen. Im Prinzip verhält es sich ähnlich wie ein Azuros. Ziemlich ähnlich sogar. Nur, dass es sehr viel schneller ist. Sehr viel schneller angreift und, ja, heftiger ist. Hallo. Bam. Thank you. Simple Blitzbombe. Okay, dann machen wir es gleich mal fertig. Nein. Au. Genau, die Attacke ist echt mies. Oh Mann. Ich sehe schon, ich sehe schon. Hallo. Und der kann mir noch irgendwie ausweichen. Na, ah, wirklich? Das ist auch mies. Nein. Du erwischst mich nicht so leicht. Oh, man muss immer ausweichen. Jetzt greifen mich doch diese Boggies-Dinger an. Hallo. Wow. Das war relativ knapp. Nein. Ah. Wie schon gesagt, sehr, sehr flinkes Viech. Komischerweise greifen es die anderen Monster an. Das ist mir neu. Ich weiß nicht, ob das in der Demo auch schon war. Aber da habe ich ja noch nicht so wirklich auf solche Dinge achten können. Ey. Kamera. Danke. Dammit. Okay. Ich nehme kurz eine Erste-Hilfe-Arznei. Und das war's noch nicht. Es kann dasselbe nochmal machen.
So ziemlich ohne Vorwarnung. War auch eine sehr miese Attacke. Das Coole ist, wenn man leicht nach rechts ausweicht, das geht's normalerweise, ohne dass man richtig ausweichen muss sogar. Nein. Ah, Mist, unsere... Shit. Autsch. Wenn es uns dann aber trifft, dann richtig. Nein. Geh kaputt, du scheiß Fähig. Was jetzt? Na, jetzt machst du das hier. Da kannst du in den ziemlichen, ja, Rage-Mode gehen, kann man so sagen. Das heißt... Au. Na, es kann dieses Hin- und Herrutschen extrem häufig machen, hintereinander. Verdammt. Na, ich glaube, ich muss fast schon wieder schleifen. Und davon will man sich auf jeden Fall nicht treffen lassen. Auch der wirft mit Bumerang. Au. Das hat mir nur minimal was gemacht. Das dafür mehr. Die Arznei gefällt mir überhaupt nicht. Really? Jetzt schon wieder ein Wärmetrank? Oh. Na gut, was soll's. Nein. Du triffst uns jetzt nicht so leicht, bitte. Das wäre sehr nett. Hello. I said hello again. Au. Oh, man. Ach, shit. Wow. Könntest du bitte kaputt gehen? Okay, jetzt ist meine Waffe kaputt. Jetzt kann ich es, glaube ich... Au. Verdammt, ich dachte, das würde daneben gehen. Ich war mir sogar sicher, dass es daneben gehen würde. Ja, lass mich doch mal aufstehen, bitte. Danke. Vielen Dank. Was wollte ich jetzt machen? Wetzen. Wetzen, wetzen, wetzen. 1, 2, 3, 4. Danke. Au, oh, nice. Sehr schön ausgewichen. Und jetzt? Wow, wieso hat sich plötzlich das Ziel gewechselt? Na, nice. Ich glaube, wir können ihm seine Ohren abschlagen. Das will man normalerweise auch tun. Autsch. Okay, okay, okay. Ich trinke mal kurz was. Keinen Bock hier zu sterben bei diesem doofen Viech. War komischerweise. Ach, jetzt ist mein... Ach so, der Kälteeffekt kam nicht von meiner Kälteunverträglichkeit, sondern von diesem Eisknoppen. Okay. Verstanden. Verdammt. Hätte ich, glaube ich, gar keinen trinken müssen, sondern das hätte noch eine ganze Weile gereicht. Egal, wir müssen erstmal ins nächste Gebiet rein, denn dieser Typ ist wirklich heftig. Er wechselt sehr häufig das Gebiet, zumindest in der Demo. What the fuck? Please not so nah. We're getting private here. Du bitte ein bisschen weiter weg, wenn's nett wäre. Wenn's genehm wäre. Ja, wirf nur mit deinen Eisklumpen. Komm aber erstmal her. Thank you. Thank you. Tust einmal das, was ich sage, ja? Oh, nice. In der Regel kann man sehr gut eigentlich ausweichen. Fällt mir da gerade auf. Einfach indem man immer B spammt nach einer Attacke. Oder... Okay. Nein. Please. Nice. Das war ein Treffer. Au. Wenn man nicht abprallt. Wenn man abprallt, dann... Geh kaputt. Gesundheitserholung plus. No. Oh, nice. Wieso? Wieso zur Hölle ist es gerade umgeflogen? I have no clue. Ich weiß nur... Ja, ich weiß nur, dass es sehr gut für uns ist. Es fällt die ganze Zeit hin. What the fuck?
Nice. Also, kann ich nur nice sagen. Nein. Da. Please. I want to kill you. Nice. Mehr? Mehr? Ich weiß übrigens auch immer nicht, wie die Schärfe so genau auf alles, ja, wie das alles zusammenspielt mit der Schärfe und dem Damage und so. Ich glaube, eine höhere Schärfestufe bedeutet auch erstmal in erster Linie mehr Damage. Au, das wirft uns aus dem Gebiet raus. Dann haben wir zumindest ganz kurz Zeit zu spitzen. Brauchen wir jetzt sowieso gleich. Und dann kann er uns zumindest nicht nerven. Und er ist eh gleich tot. Egal, ob er sich jetzt noch ein bisschen ausruht oder keine Ahnung. Naja. Trotzdem wäre es cool, wenn er mich angreifen würde. Okay. Diese Nester sind ehrlich gesagt nicht so gut. Ich habe gerade gehofft, dass das erste vielleicht zerstört. Die können sehr nerven. Nice. Sehr nice. Wah. What the? Was tust du da? Du musst das nicht tun. Du kannst doch einfach aufgeben und mitkommen. Dann würde ich sogar mit dir zusammenarbeiten und dir nur ein bisschen was an Items klauen. Man soll auf jeden Fall den A- und X-Angriff gleichzeitig häufiger machen. Come on! Nose! Nose! Ach, shit. Ja, wenn du halt ins nächste Gebiet willst, dann kommen wir zumindest ein bisschen in hier drin rum. Wow. Kommst du? Komm. 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 Au. Shit. Los, greif mich an. Thank you. Wow. Das ist ja wütend. Okay. Und? Au. Come on. Du bist doch gleich tot hier. Ja, nice. Simple Blitzbombe. Mano. Au. Nicht schon wieder dieser scheiß Kälteeffekt. Okay. Wow, es wird schon wieder ab. Shit, ich kann nicht schneller laufen. In diesem scheiß Kälteeffekt. Jetzt bin ich sogar völlig erschöpft. Okay. Ja, wir verlieren sehr viel Ausdauer auf einmal. No. Ja. Oh Mann, come on. Okay. Nice. Oh, diese scheiß Felina. Okay. Kann ich in Ruhe looten oder wirst du mich gleich belästigen? Wieso machen die einen Siegestanz? Irgendwie sieht die so aus, als ob sie gleich losspringen würde, aber offenbar nicht. Au. Das ist mir scheißegal, wenn du das machst. Plastron. Okay, mehr gibt's von dir nicht. Das heißt, wir kümmern uns noch ein bisschen um die Dinger hier. Die können ja auch ganz witzige Items fallen lassen. Nützliche. Witzige? Wieso witzige Items? Come on. Was gibt's hier? Geheimversteck, ja. Das gibt am Ende der Mission relativ viel Geld. Ah, shit. Reicht nicht. Reicht leider nicht. Schade. Egal. Okay. An Objektbox senden. Pelz, Blastron, Klaue. Blastron, Blastron, Blastron. Okay. Ja, das ging doch relativ. 15 Minuten. Ich glaube, wenn er eine gute Rüstung hat, dann werden wir die mal farmen. Eventuell.
damit wir mal endlich ein Set bekommen. Naja, hoffentlich. Vielleicht wird es ja eines Tages tatsächlich mal so weit sein, dass wir ein Set bekommen, zusammenbekommen. Schupp. Ah, auf jeden Fall war der Kombi jetzt nicht so schwer. Verstauen. Please. Das kann man verstauen. Das Zeug. Das war schon? Ich nehme gleich mal noch Haltränge mit. So. Raus. Sehr nice. Und was bietet uns der Lagombi? Rüstungsfertigung, Rüstung schmieden, Kopf. Nichts. Na gut. Kein Lagombi irgendwas. Doch, hier. Panzer. Buggy-Schuppe fehlt aber noch. Wieso? Es gibt keinen Kopf. Lagombi. Nein, es gibt kein ganzes Set von Lagombi. Okay. Wir brauchen noch eine Lagombi-Klaue. Hm. Naja. Waffen verbessern. Was gibt's denn an Waffen? Schönes. Schneeschlitzer. Oh, da brauchen wir viel Lagombi-Zeug. Viel Lagombi-Zeug. Da müssen wir seine Ohren abhauen. Das würde sich aber... Würde sich das lohnen? Wartet kurz. Ja, es macht Eisschaden. 120. Wow, nice. Das kann, glaube ich... Kann das die Gegner einfrieren? Keine Ahnung. Aber hört sich cool an. Dum, 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 dum. Tja, sonst haben wir hier gerade nichts zu tun. Deswegen würde ich sagen... dass es das für diese Episode schon gewesen sei. Jo. Falls euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen. Falls es euch sehr gefallen hat und ihr mich unterstützen und weiterverfolgen möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ansonsten alles in die Kommentare, was ihr an Fragen, an Feedback, an Diskussionen rund um das Spiel habt, in die Kommentare. Ich würde sagen, ciao Leute, euer Headset-Sniper, bis zum nächsten Mal.